Okay, krass. Das ist ja aber mal leiser war dir. Okay, das ist cool. Ist heute alles so verzerrt und laut. Ja, ich wusste es. Hi, ich bin Marty Fischer und ich reagiere heute wieder auf eure Einsendungen hier bei Marty Reacts. Ich habe 3 Einsendungen und ein altes Stück von mir. Ich hoffe, ich habe das noch nicht gezeigt. Wenn du mir auch einen Song schicken möchtest, dann mach das auf marty-fischer.com. Dort gibt es einen Menüpunkt Marty Reacts und da steht eigentlich schon alles. Es ist selbsterklärend und man kann mir dann einen Link schicken, wo dann Zugriffsrechte frei ich also auf diesen Song zugreifen kann. Und 3 davon sind heute hier gelandet und wir starten mit Phantombild mit dem Titel... Nein. Yo. Okay, krass. Das ist ja aber mal leiser war dir. Dann halt nicht. Komposition ist schon mal super. Ich kann's dir nicht sagen und ich will's auch nicht. Du fragst doch, ich sage nicht. Doch darüber rede ich nicht. Nein, das ist cool. Ich finde nur, die Vocals von ihr könnten ein bisschen mehr Bauch bekommen. So ein kleines bisschen Wärme in die Stimme. Nur ein bisschen. Es ist so schon sehr, sehr gut. Mal gucken, wie sie jetzt gleich wieder in die zweite Strophe reinsteigen. Mir ist in der ersten nicht was aufgefallen schon. Mag ich. So machen. Das ist super. Das hätte ich übrigens im Intro auch genau auf diese Länge gemacht. Ich will nicht mit dir reden, was denkst du dir? Das, genau. Da ist nämlich die Gitarre weg, wenn sie anfängt zu singen. Das in der ersten Strophe müsste man das theoretisch genauso machen. Damit dann nicht die Vocals unverständlich sind. Ich fand es nämlich schwer, die zu verstehen in der ersten Strophe. Ich verbann dich aus meinem Kopf. Ich kann das. Doch darüber rede ich nicht. Inhaltlich auch super. Gefällt mir sehr gut. Die Akkorde sind auch schön simpel. Also da versucht man jetzt nicht irgendwie so sehr, sehr künstlerisch zu sein, was eigentlich gut ist. Das ist sehr gut. Diesen Part, den haben wir am Anfang schon gehört. Da würde ich den eigentlich komplett rausnehmen von diesem Intro direkt in die Strophe gehen, theoretisch. Könnte man drüber nachdenken, wenn man das Intro verkürzt. Das hier ist auch. Das ist auch gut. Vielleicht macht es auch Sinn, nochmal das Solo zu überdenken, denn ich finde immer mitsingbare Solos sind gut, so wie das die zweite Hälfte vom Solo war eben gut zum Mitsingen. Der Bass ist auch richtig krass. Schön. Er hat halt diese klickige Hochmittenbetonung. Das finde ich gut. Ist eingängig. Also wenn das Ziel zum Beispiel ist, im Radio gespielt zu werden, dann würde ich die Länge auf höchstens 3 Minuten 30 machen. Ja, weißt du, Radio-Version. Weil Album-Version kann 4 Minuten 22 sein. So wie ja jetzt die Songlänge ist.
Ja, ist super. Ist doch geil. Also vielleicht Intro ein bisschen kürzen. Ansonsten ist das Ding eine super Sache. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, um zu abonnieren, oder? Also ich finde, man kann immer abonnieren. Und jetzt gerade ist ein guter Zeitpunkt. Die zweite Einsendung ist von einer Band namens Dyar Black oder Dyar Black und heißt Drift Away. Es soll ein bisschen 80er-mäßig klingen. Mal schauen, ob das stimmt. Okay, das klingt nicht 80er-mäßig. Und die Snare. I cannot help you to forget your pain, my dear. So often you lay in your bed of fear. Boah, das ist ja ganz schön viel los. After all you will know, you don't feel strange. Okay, lustig. Vielleicht dieses Lüdelüdelüdelüdel. Dann würde ich gleich in der ersten Strophe ein bisschen runterfahren oder wegnehmen. So you can no longer stay. You have lost your mind. Das ist super hier gerade. That's how you drift away. So you can no longer stay. Mir gefällt auch dieses Snare. So wie so ein Bud Spencer-Schlag. Okay, das ist cool. Vielleicht andere Töne nehmen als. Das klingt wie Stimmbruch. Ja, da ist alles cool. Finde ich super. Ja, auf jeden Fall in der Strophe. Hier muss dieses Hüdeldiedel und die ganzen Pads und alles, was so klimpert und klingelt, muss definitiv runtergefahren werden. Weil sonst hat der Song so ein Dynamik-Level und hat gar keine Dramaturgie oder gar keine Spannungsbögen. Sonst ist alles so. Ne? Hier ist auch, ist alles wieder da. Oder immer noch da, bloß die Drums halt nicht. That's how you drift away. So you can no longer stay. You have lost your mind. Also hier, wie gesagt, die Hook, da ist alles super. That's how you drift away. So you can no longer stay. Auch dieses Delay da auf der Stimme. Ist sehr gut. Lohnt sich auch mal drüber nachzudenken, ob man bei den Synthes nicht eventuell sogar ein bisschen von den Höhen wegnimmt. Also so bei 10, nee, bei 8K vielleicht so ein bisschen so ein Roll-Off. Da muss man nämlich die Vocals nicht so hochtönig machen. Wenn man bei 8K abschneidet, bei den Synthes oder bei 7K sogar, dann vermisst man gar nichts. Hier sind sie voll gut. Aber wenn die Stimme da ist, dann neigt man ja dazu, wenn die Synthesizer schon so hochtönig sind, so 8, 9, 10K, dann die Stimme so hoch zu. Ich habe die Fliege auch gerade gesehen. Dann tendiert man dazu, halt die Stimme noch so mehr hoch zu petern bei diesen genannten Frequenzen. Und dann klingt es manchmal ein bisschen sehr, sehr harsch. Ja, das ist alles sehr, sehr, sehr spitz gemischt. Und vielleicht ein De-Esser noch drauf. Das ist eine sehr schöne Idee hier, dass die Drums bei dem letzten Refrain da weg sind. Ja, wie gesagt, insgesamt ein gutes Ding. Nur in den Strophen ist zu viel los. Da muss auf jeden Fall ein bisschen ausgedünnt werden, um die Hörer bei der Stange zu halten. Apropos Stange halten. Könnten Sie mal eben meinen Bass nehmen?
Ding Dong, guten Tag, Marty Fischer, mein Name. Haben Sie mal Zeit, der Herr oder die Dame? Ich hab einen tollen Deal für Sie dabei, ohne Gleichen. Denn keiner kann Squarespace das Wasser reichen. Ach, jetzt hab ich schon gesagt, es geht um Squarespace. Das sind die mit den geschmackvollen Templates. Und dem Editor, der ist aber eher für die echten Pros, die es sich gerne selber machen möchten. Squarespace.com, aha, ich suche es schon. Wer nicht zu Squarespace geht, ist ein Hinterwäldler. Get your business up in the sky. What is hip, hey? What is hip, oh? It's hip to be Squarespace. Get your business up in the sky. What is hip, hey? What is hip, oh? It's hip to be Squarespace. Mit dem Code Marty Fischer bekommst du übrigens 10% Rabatt auf deine erste eigene Domain oder Website. Die nächste Einsendung ist von Karu und heißt Fly You to the Moon. Ich bin sehr gespannt, was da wohl kommt. Wow, ist heute alles so verzerrt und laut. Okay, das ist schon ein bisschen experimenteller. Also ich versuche mir jetzt, während ich das gehört, ich war sehr still jetzt, weil ich habe gedacht, vielleicht kommt irgendwas noch rein, was mich irgendwie an die Hand nimmt oder so. Aber nein, ich versuche mir gerade vorzustellen, was mir der Song sagen möchte. Also offenbar soll man ja zum Mond fliegen und das ist vielleicht so, man weiß gar nicht, wo man hin soll, ne? Man sitzt in so einem Raumgleiter oder in so einem, weiß ich nicht, wo drin. Und fliegt da so durchs All auf dem Weg zum Mond. Und dann ist man am Flughafen. Damit kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts anfangen, außer der Titel, der so sagt, ja, es geht wohl irgendwie auf eine sehr, sehr weite Reise. Aber das ist ja kein Lead-Instrument, kein Hook, kein drivender Beat. Das muss ja auch nicht sein. Es kann ja auch sein, dass es eher so filmmusikmäßig gedacht ist. Dass das eher so eine Stimmung ist, die unter so einer Szene drunter liegt. Aber so als Song, der vielleicht bei Spotify oder im Radio laufen soll, nee. Zum Abschluss, wie immer, eine Nummer von mir selbst. Und das Ding habe ich ein paar Mal angefasst, sehe ich gerade. Also 2015 ist die Originalversion entstanden und dann 2018 die Finale. 80 Fast. Ach so, ah ja. Das habe ich damals mit der Loopstation gemacht. Und zwar, man hört hier meine gebeatboxte Snare Drum. Und ich glaube, alles, was so gitarrenmäßig klingt, habe ich mit dem Bass eingespielt. Naja, jetzt halte ich die Klappe. Ja, diesen. Das weiß ich noch. Das ist ein ganz altes Keyboard gewesen von Roland, glaube ich. Und da habe ich dann mit so einem Cut-Off. Also erstmal das alles so verzerrt bis zum Anschlag und dann mit dem Cut-Off so gedreht. Ja, auch ein bisschen langatmig. Ja, da zeigt sich auch mal wieder, ich habe nie so richtig Inspiration gefunden für irgendwelche Texte. Dafür halt irgendwie so Hooklines. Das fand ich immer sehr spannend, Hooklines zu erstellen und so irgendwie so ein Gefühl zu geben, so ein Vibe. Mach ich mal ein bisschen lauter. Ja, das meine ich vorhin mit diesen Dynamikkurven, so Spannungsbögen.
Ich wüsste heute immer noch nicht, was ich da wohl für einen Text drüber schreiben sollte. Keine Ahnung. Ah ja, den Sound mochte ich damals. Ich glaube, das ist entstanden, weil beim Quantisieren von meinem eingespielten Zeug wurden so einige Fragmente so auf 16. geschoben. Müsste es eigentlich gleich wieder abflachen und der Beat vom Anfang wieder kommen. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Und keine Hi-Hat übrigens. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Da ist keine Hi-Hat drunter unter dem Beat. Und das war's auch schon wieder mit Marty Reacts. Schickt mir weiterhin eure kreativen Ergüsse. Das hat wieder mal Spaß gemacht. Und jetzt abonniert meinen Channel, liked das Video und schreibt, welchen Song ihr am besten fandet oder was ihr vielleicht sogar besser gemacht hättet. Oder beziehungsweise anders, weil besser gibt's im Prinzip gar nicht. Bis zum nächsten Mal.